Es ist wieder soweit. Die neue Saison in der German Football League wirft seinen Schatten voraus. Um die heiße Phase der Vorbereitung einzuläuten, haben sich die Königlichen unlängst dem alljährlichen Leistungs- und Fitnesstest, dem sogenannten Combine, unterzogen. Eine alte Regel im Football sagt sogar, mit dem Combine fängt die Saison zu 100% an. Hier lernen sich die neuen sowie die arrivierten Spieler noch besser als bisher kennen und zeigen den Trainern, was sie in puncto Fitness und Integration schon alles so vorgelegt haben. Das war auch so ein Grund, warum ich jetzt auch im Wintertraining schon immer oft mit hierher gekommen, nach Dresden gekommen bin zum Wintertraining, zum Krafttraining, weil einfach ich gedacht habe, dass es, um reinzukommen, besser ist und es hat sehr gut. Ich bin gut angekommen auf jeden Fall, ja. Nach den zahlreichen Abgängen aus der Mannschaft, wie Nationalspieler Jan Hilgenfeld, Running Back Donald Russell oder Publikumsliebling Trevor Deed, die die Dresdner zu verkraften hatten, soll nun mit einer gesunden Mischung aus erfahrenen, und das ist bei diesem Neuanfang zentral, jungen Spielern begonnen werden. Wir haben gute junge Spieler, wir haben neue gute Spieler und wir machen ein neues Team. So geht es jedes Jahr, aber vielleicht ist es dieses Jahr ein bisschen mehr, aber wir haben gute Talente. Die zahlreichen Talente in den Reihen zeigten dann auch, was sie so drauf haben. Beinahe alle bereits mit ein klein wenig Bundesliga-Erfahrung ausgestattet, wollen sie jetzt im Rahmen der neu gemischten Mannschaft auf keinen Fall die Rolle der Kleinen, sondern der Wilden mit Verantwortung übernehmen. Wir haben wurden jetzt zum ersten Mal so richtig angekündigt jetzt. Also in den 3 Jahren, wo ich jetzt dabei bin, habe ich es vorher noch nicht erlebt, dass die Jugendspieler so angekündigt wurden. Also wir haben einen richtig großen Zuwachs diesmal. Und naja, hoffentlich kriegen wir viele Einsätze jetzt auch. Und deswegen läuft das natürlich einiges an Druck auf uns, wenn wir dann aufs Feld geschickt werden und halt nicht irgendwie das 40-0 steht, so wie es letztes Jahr war, sondern wir halt mal draufkommen, wenn es halt vielleicht nur mit 2 Punkten vorne liegen, mit 2 Scores vorne liegen, dann ist es ein bisschen spannender. Da. Die Coaches waren mit dem Gesehenen, was die Jungs bei diesem Combine abgeliefert haben, sehr zufrieden. Erstmals im Winter wurde auch ein wenig Football-Spezifisches eingebaut, damit die Sehnsucht nach dem Ei in den ungemütlichen Tagen nicht zu lang wird. Doch neben der Fitness gibt es noch ein anderes Geheimrezept für den Erfolg der jungen Wilden und der Routiniers bei den Monarchs. Football ist nicht nur Kraft und Schnelligkeit. Und es ist wirklich ein Leidenschaft-Herzspiel. Und das ist meine Aufgabe, dass ich komme auf die Jungs und sage, hey, mit Herz spielen, mit Herz trainieren. Und dann als Vater, als ab 30, dann kann ich das Legacy hinlegen für die anderen. Und die Leidenschaft, das bleibt hier bei den Monarchs, ist mein Wunsch. So. Wir machen, was wir machen, so lautet die Regel bei den Monarchs. Mit Herz soll es bei den hiesigen Footballern zugehen und so soll es auch in der Mannschaft harmonisch sein. Das wünscht sich auch Chefcoach John Leighton und so hat er in einem gewissen Prozess seine spezielle Wahl für die neu zu integrierenden Importspieler getroffen. Na, das ist harte Arbeit. Viel Video gucken, Skype-Meetings und man sucht immer dasselbe. Gute Spieler, aber auch gute Menschen. Sie müssen wissen, dass es auch um Zusammenarbeit geht. Und ich glaube, wir haben sehr gute Spieler rekrutiert und jetzt, wenn sie alle zusammenkommen, machen wir das Team. Nun heißt es für die Königlichen, für die große Aufgabe, nach den Osterfeiertagen voll anzugreifen, denn dann geht es endlich wieder auf den Footballrasen. Wenn dann auch noch die Importspieler in Elbflorenz angekommen sind, dann kann die Saison 2016 endgültig eingeläutet werden.